Moin liebe Gartenfreunde und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Garten ganz nah. Ich bin gerade im Garten, die Sonne scheint, aktuell plus 5 Grad. Ich habe die Zeit genutzt und habe hinter mir das Gewächshaus aufgeräumt, wie man sieht. Ja, die Hälfte ist geschafft, die andere Hälfte muss ich noch machen, bevor dann irgendwann im März, April die Pflanzen wieder reinkommen. Aktuell sieht es so aus. Ist noch ein bisschen was zu tun. Das Gras muss noch entfernt werden. Die Mypex-Folie muss nochmal komplett geebnet ausgelegt werden. Ja, und dann können, denke ich, schon, wenn es mal wieder wärmer wird, die Pflanzen wieder reinkommen. Da der Boden mittlerweile auch schon aufgetaut ist und ja, die Sonne auch kräftig scheint und wir keine Minustemperaturen bekommen, wollte ich jetzt auch den provisorischen Winterschutz von den Palmen entfernen und den auch nochmal wieder ein bisschen Licht gönnen. Und ich nehme euch jetzt mal mit. So, als erstes wollte ich die Yucca rostrata einmal befreien. Ich glaube, kann ich einfach abziehen. Und so sieht das Ganze aus. Und ich mache es auch einmal gleich auf. So, da wären wir. Sieht eigentlich ganz schick aus. So, dann geht's zur nächsten Hanfpalme, dann nehme ich auch einmal die Mütze ab. So, ich glaube mit einem Teppichmesser geht das einfacher. Zack, mal wieder zumachen und die Mütze ab. Jawohl, ja, die Schäden bleiben nicht aus. Wohl Zeit, dass die Pflanze wieder ein bisschen Luft bekommt. Jetzt geht es zu den Kleinen. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Also überwiegend die älteren Blätter. Die haben es erwischt. Aber hier das junge Laub, das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Aber wir werden in den nächsten 2 bis 3 Monaten sehen, ob sich da noch was verändert hat. So. Ich lasse die Wedel noch ein bisschen zusammengebunden, weil dann erspare ich mir die Arbeit, wenn der nächste Frost kommt. Dann muss ich die dann nicht gleich wieder zusammenbinden, sondern nur das Vlies rüberpacken. So. So, drei Fruchtstände sind dran, zeige ich euch gleich. Die sind auch so gut wie reif. So sieht das Ganze aus. Ah, ansatzweise schon reif. Ich habe schon mal in den letzten Tagen ein paar abgenommen und geguckt, ob die keimfähig sind. Und mit der Wasserprobe hat sich herausgestellt, dass die meisten auch keimfähig sind. Ja, so sieht das Laub aus. Ja, in der Mitte eigentlich ganz ordentlich. Die Speere sind nicht verschimmelt. Nur die Blattspitzen, die haben hier ordentlich gelitten. Das sieht man jetzt auch hier bei der kleineren. Aber im Zentrum dann sieht es wieder ganz gut aus. Das sieht man auch hier. Und der Speer lässt sich auch nicht ziehen. Also man sieht hier nochmal die ältesten Blätter, die haben ordentliche Frostschäden. Aber wenn ich dann im Zentrum reinschaue, das sieht eigentlich ganz gut aus.
Ja, und hier unter der Haube und unterm Topf, da habe ich die nächste Yucca, die Aloifolia purpurea. Sieht erstmal eigentlich gar nicht so schlecht aus. Natürlich, man sieht auch schon die ersten Frostschäden. Aber so insgesamt sieht es erstmal gut aus. Ja, die Tiefstemperaturen lagen, meine ich, hier bei minus 11, minus 12 Grad. Wir hatten aber eine sehr, sehr lange Dauerfrostperiode von mehr als, ja, über 2-3 Wochen. Das gefällt den meisten exotischen Pflanzen, unter anderem den Hanfpalmen und den Yuccas, gar nicht. Ja, das Endergebnis wird man dann halt, ja, ich denke mal, im April, Mai sehen, weil die ganzen Frostschäden bei immergrünen Pflanzen, die sieht man nicht unbedingt sofort, sondern erst nach einigen Wochen oder Monaten. Und ja, mal gucken, ich hoffe, die wachsen alle weiter, aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ja, hier im Folientunnel ist es relativ warm, die Sonne scheint noch so ein bisschen. In den letzten Wochen hatten wir Temperaturen bis zu minus 12 Grad. Hier drinnen habe ich mal aufs mit dem Maximometer geschaut, lagen die Temperaturen bei ungefähr minus 4 Grad. Das ist richtig gut. Auch der Sempervivum, der Hauswurz, hat es hier ganz gut überlebt. Ja, aber ich kann es gar nicht abwarten, so richtig wieder in die Saison zu starten. Also mir fehlen noch die Temperaturen. Wie gesagt, in den nächsten 2 Wochen wird wahrscheinlich der erste Salat gepflanzt. Ja, und bis dahin würde ich sagen, wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal, lasst einen Daumen nach oben. Schaut auch auf meiner Instagram-Seite Garten ganz nah mal vorbei, da uploade ich immer wieder schöne Bilder. Und ich würde sagen, bis demnächst. Tschüss, Leute.